Können wir hier irgendwas aufgabeln? Hat sich das hier irgendwie gelohnt? Nicht so wirklich. Wir kriegen hier voll viele EPs. Weil wir ohne unsere Begleiter kämpfen. Oder? Ich glaube schon. Hausgestalt. Ich laufe immer zu schnell los. Oh, es wird gespeichert. Dann machen wir uns unsichtbar, sicherheitshalber. Ja, ja. Muss still sein. Shh. Hier finden Sie mich nicht. Hier finden Sie mich nicht. Okay. Hallo. Und du bist? Wir haben uns schon gefunden. Brauchen wieder diesen blöden Dämon, den blöden Magier als erstes. Hör auf! Ja, wir sterben. Und Umschlag. Der muss echt sterben. So. Hat er unendlich Leben? Nee, er ist eigentlich schon tot. Okay. Eine großartige Heldin sind wir. Sie sind fort. Ihr habt es geschafft. Ihr habt sie getötet. Aber nicht alle. Ihre Anführer sind hinter der unzerstörbaren Tür. Ich gebe euch meine Weisheit. Sie lässt euch sehen. Und jetzt erwache ich. Was sind wir jetzt? Geist. In der Geistgestalt bist du besser gegen Zauber gewappnet, gleichzeitig aber anfälliger gegen körperlichen Schaden. Darüber hinaus siehst du Dinge, die normalerweise im Nichts verborgen liegen. Die Geistgestalt hat eine Affinität zu allem Unsichtbaren. Du kannst darin mit ätherischen Objekten interagieren, die dir sonst verborgen wären. Okay. Gut. Also das da wahrscheinlich, richtig? Essenz der Willenskraft. Das schön sind wir aber nicht. Also. Und langsam sind wir auch. Was haben wir denn da? Eisige Umarmung? Zermalmendes Gefängnis. Der Zauber schließt ein Ziel in einem instabilen Käfig. Ich mach das. Kann ich das hier? Ich würde das gerne verschieben. Das gefällt mir nämlich nicht. Und Regeneration können wir auch. Großartig. Okay. Und was ist hier mit unserer Tür? Denn wir sind ja durch das Mauseloch gekommen. Speichern, sicherheitshalber. Oder wir sind durch das Mauseloch gekommen. Ich meine schon. Es wird gespeichert. Warum? Podest im Nichts, Ausgang. Ja, aber wir wollen ja noch nicht raus, oder? Weil zumindest noch gucken, was hier ist. Ja, aber diesmal ist kein Magier dabei. Was macht der Schlank eigentlich nochmal? Durch einen normalen Schaden verursacht und einen Bonus auf Rüstungsdurchdringung. Ah. Okay, und was war das? Der Schurke führt ein... Da kommt irgendwas von rechts. Schnell und unfairen Tritt gegen sein Ziel aus und verursacht damit normalen Schaden. Man kann ihn eventuell... Ach so, Verteidigung und Bewegungsgeschwindigkeit. Okay. Natürlich. Können wir auch mal machen. Verstehe! Hier brennt es überall. Hat er uns den Schlag auch draufgesetzt? Wie ihr meint. Okay, und da ist Feuer, da kommen wir nicht weiter. Mist. Okay, gut, dann müssen wir jetzt erstmal mit dem Podest nach draußen. Und erstmal weitergehen, bis wir hier weiterkommen. Speichern. Denn... die massive Tür kommen wir erstmal auch sehr nicht. Schön. Okay, wir können... Der Albtraum des Templers. Ja, rein theoretisch. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal so im Kreis weiter. Gegen den Uhrzeigersinn. So. Oh je. Können wir in zwei Richtungen gehen? Und ein Mauseloch. Und ein Buch. Ein Buch? Das Recht der Auflösung. Der Schleier. Das Recht der Auflösung.
Einen kurzen Abschnitt. Im 83. Jahr des Zeitalters des Ruhms wurde einer der Magier des Zirkels von Nevarra beim Praktizieren verbotener Magie ertappt. Die Templer richteten ihn umgehend hin, aber das provozierte Unruhen innerhalb des Zirkels. Die Magier führten aus Rache für den toten Magier mehrere magische Angriffe gegen die Templer durch, doch ihr Kommandant sah sich außerstande, die Verantwortlichen zu ermitteln. 3 Monate später beschworen die Magier einen Dämon und hetzten ihn gegen die Templer. Doch Dämonen sind nicht so leicht zu kontrollieren. Nachdem er die erste Gruppe von Templern vernichtet hatte, die ihn aufhalten wollte, nahm der Dämon Besitz von einem seiner Beschwörer. Die so entstandene Abscheulichkeit mordete Templer wie Magier und konnte aus dem Turm fliehen. Ja, und damit hat sich dann wahrscheinlich das Recht der Auflösung. Hier können wir irgendwo durchgehen. Hier sind wir hergekommen. Ach, ich habe noch in Erinnerung, dass das dann irgendwann mal total verwirrend war, wenn man dann 4 Gestalten hat. Aber diese Tür müssten wir ja benutzen können, oder? Oder konnten wir die auch so benutzen? Bin mir gerade nicht sicher. Oh, Magier. Arcana-Schrecken gegen Arcana-Schrecken. Funktioniert das? Nicht wirklich. Können wir ihm magische Sachen draufpacken und dann normal... Oh, er castet. Das tat weh. Was hat er gemacht? Säurehaltige Schmierfalle. Toll, und hier geht's in verschiedene Räume. Also einmal hier im Mauseloch, einmal da vorne im Mauseloch, da geht's durch die Tür. Leute, das ist verrückt. Wirklich. Ich und Orientierung, das ist doch sowieso eine Katastrophe. Was haben wir denn? Ein Oger? What? Können wir uns dann vorbeischleichen? Bin ich verrückt? Wahrscheinlich wird das schwer. Ich speichere mal kurz. Kann ich nicht. Wir probieren es einfach mal. Ich glaube nur nicht, dass das was wird. Hallo! Vielleicht können wir ihn betäuben. Können wir nicht. Markieren. Wobei eigentlich... Oh, oh! Au! 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 Könntest du uns bitte wieder runterlassen? Der tötet uns jetzt, oder? Wundumschlag! Noch gebe ich nicht auf. Komm! Ich halte das nicht mehr. Doch, das hältst du durch. Du schaffst das. Nie, solange du noch kannst! Ja! So. Und du bist? Wir haben... Ja, das haben wir wirklich gut gemacht. Wir haben einen Oger ganz alleine besiegt. Okay, da ist so ein Portal, das wir wahrscheinlich mit dem Geist benutzen könnten, oder? Eigentlich, dachte ich. Okay, vielleicht auch nicht. Speichern, wir haben den Oger besiegt. Okay, es ist so verwirrend. Von wo sind wir denn jetzt gekommen? 2. Mitteleingang, Mauseloch. Wir sind durchs Mauseloch gekommen. Aber hier können wir auch wieder zurückgehen, oder? Verdammt. Hallo? Feuer. Was ist denn da drin? Könnt ihr auf jeden Fall vergessen, dass ich da reingehe. Okay, gut, diese Abscheulichkeiten halten zum Glück nicht so viel aus. Okay, da können wir nicht rein. Da könnten wir jetzt weitergehen wahrscheinlich. Oder wir kommen dann irgendwie zum Anfang. Keine Ahnung. Hallo? Hier haben wir angefangen. Nee, hier ist der Oger. Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt bin ich offiziell verwirrt. Dann gehen wir jetzt mal hier rein. Dann müssten wir ja jetzt... Keine Ahnung, wo rausgekommen sein. in dem Raum mit der Falle. Da sind wir durchgegangen. Ich bin so verwirrt gerade. Was ist das? Eine Falle. Eine Falle? Die können sie nicht auslösen, großartig. Wie ihr meint. Typisch. Natürlich. Oh nein, ich will die Falle eigentlich entschärfen. Ach so, das sind die Explosionen. Okay. Bücher. Malefica.
Müssen wir jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt lesen. So, hier wäre also wieder ein Mauseloch, rein theoretisch. Und da sind wir hergekommen. Oder? Ich meine schon. Eingang, ja. Okay, dann gehen wir jetzt hier durch das Mauseloch. Und gucken mal, wo wir rauskommen. Bei einem Hund. Und einer Geschicklichkeitsstatue. Natürlich. Ein Verderbniswolf, okay. Sehr schön. Er verträgt ein bisschen was. Okay, gut, das ging. Können wir die Schätze auch mitnehmen? Wird erledigt. Geschicklichkeit. Permanent plus 1 auf Geschicklichkeit. Yippie. Okay, dann wieder in die Mausegestalt. Und wieder zurück. Und dann bin ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Aber ich glaube, wir haben die Mauselöcher erstmal nicht benutzt. Deswegen würde ich das jetzt als nächstes machen. Mauseloch. Unsichtbar. Ab da rein. Toll. Hier waren wir ja auch schon. Hier sind wir auch durchgegangen. Durch das Mauseloch bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Sollten wir aber rein theoretisch auch gegangen sein. Ja, da kommen wir bei dem Oger raus. Also rein theoretisch. Ich gehe nochmal zurück. Rein theoretisch, so viele Wege haben wir gar nicht mehr, aber wir haben das ja noch nicht erforscht. Massive Tür, Mauseloch, Mauseloch. Also irgendwie Portal im Nichtsausgang. Irgendwie müssen wir da reinkommen. Ach, diese Türen und alles ist halt so verwirrend. Ja, da sind wir jetzt wieder am Anfang. Verdammt. Mauseloch haben wir alles schon benutzt. Portal im Nichts. Das Portal im Nichts müssten wir eigentlich auch schon benutzt haben. Genau, da sind wir jetzt auch wieder am Eingang. Dann würde ich nämlich fast sagen, gut, hier sind zwei Mauselöcher. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob wir die benutzt haben. Haben wir beide benutzt? Hier sind zwei Mauselöcher? Oh, Tatsache. Ja, doch, klar. Durch das sind wir vorhin gegangen. Dann, oder? Eigentlich meine ich schon. Mausgestalt, wir probieren es einfach mal kurz aus. Ja. Genau. Okay, gut. Geistgestalt. Geistgestalt. Hier können wir ja leider auch kein Portal oder sowas sehen. Können wir nämlich da auch wieder raus und gehen wieder zurück. Und müssen wahrscheinlich erstmal woanders hin. Aber das ergibt ja eigentlich keinen Sinn, dass wir woanders hingehen. Denn hier müsste es ja eigentlich überall weitergehen. Also wir haben ja jetzt hier keine Hürde, die wir nicht überwinden können, oder? Alchemielabor, Mauseloch, Geistertür. What? Wie kamen wir denn da nochmal rüber? Also nach links. Gute Frage. Über das Mauseloch kamen wir nur in diesen einen Raum. Hier müssten wir zum Anfang zurückkommen. Hier kamen wir doch aber auch zum Anfang zurück, oder? Ja, dann können wir jetzt auch wieder da durchgehen. Okay, wir sind jetzt da unten. Da müssen wir wahrscheinlich über die Mauselöcher da reingehen. Ich weiß nicht mehr, wie wir da hinkamen. Aber der Oger müsste auf der anderen Seite gewesen sein. Richtig, okay. Dann haben wir da hinten einfach die Geistertür übersehen. Ach so, massive Tür. Ach, verdammt. Da kommen wir gar nicht rein. Und da ist Feuer. Okay, nee, wir kommen hier gerade nicht weiter. Dann können wir jetzt zum Eingang zurückgehen. Und dann müssen wir erstmal in einen anderen Kreis. Habe ich mich gerade vor der Statue erschrocken. ich glaube, hier kam man wieder zurück. Herrje, wenn ich eine Aufnahmepause mache, dann bin ich doch hier voll aufgeschmissen, oder? Ich bin ja jetzt schon voll aufgeschmissen. Ich möchte wieder zurück. Hier, über das Podest. So, damit müssten wir genau da wieder hinkommen. Hier
komme ich nicht hin. Hier müsste einer unserer Gefährten sein, glaube ich. Der Magierbrecher. Dann gehen wir erstmal weiter einfach. Ich habe, ganz ehrlich, diesen Abschnitt des Spiels habe ich gehasst. Jedes Mal, wenn ich es gespielt habe, habe ich es gehasst. Zwei Mauselöcher. Massive Tür. Normale Tür. Meine Stimme. Hallo? Ich würde erstmal... Oh nein, Magier. Wir sind eingefroren. Wir sterben. Schaffen wir noch einen Wundumschlag? Ja. Okay, ich glaube, hier müssen wir in die andere Gestalt gehen. Dass deine Reise endet. Unsere Freunde sind für immer im Nichts gefangen. Ich glaube, hier sollten wir besser in die Geistgestalt gehen. Ach ja. Man kann ja auch einfach in einer Gestalt rumlaufen und wenn Gegner kommen, dann verwandeln wir uns einfach. Denn das Zurückverwandeln geht ja relativ schnell. Das Verwandeln an sich dauert ein bisschen lange, wenn es dann wirklich drauf ankommt. Habe genug. Ja, ich habe auch genug. Müssen wir echt in den Nahkampf, um den jetzt anzugreifen? Das war doch jetzt lächerlich, oder? Schon wieder ein Mauseloch. Die Mauselöcher ignorieren wir jetzt erstmal, würde ich sagen. Und machen die dann sozusagen. Hallo? Haben wir den denn jetzt angezaubert? Nein, haben wir nicht. Warum funktioniert das nicht? Toll, wir sind gerade echt gestunt. Heil dich mal, Geist. Geist? Ich kann mich nicht heilen, was? Jetzt sterben wir. Rundumschlag. Wie ihr meint. Natürlich. Oh Gott, der Schrei war ja furchtbar. Okay, die Magiergestalt ist doch nicht so gut. Okay, das müssten wir mit dem Geist sehen können. Essenz der Magie. Großartig. Ich dachte, der Geist würde da einen rausreißen. Geschichte des Zirkels. Stelle ich mir auch ziemlich trocken vor, deswegen werde ich es erstmal nicht lesen. Wir können niemandem trauen. Vor allem nicht einander. Die Lösung ist so einfach. Wir töten uns. Ganz wunderbar. Hallo? Das war aber nicht ich. Kann ich in den Käfig sperren? Sicherheitshalber. Sind alle tot? Es sind alle tot. Die haben sich gerade wirklich gegenseitig getötet. Größtenteils. Wir haben ein bisschen mitgewirkt, aber... Oh, können wir das wieder nur als Geist sehen? Nein, warum leuchtet der so? Warum leuchtet der so auffällig? Weil er irgendeine Verzauberung drauf hatte wahrscheinlich. Verzauberung? Was? Dina? Warum kämpfen wir denn jetzt schon? Oh! Gegen einfache Leute. Das ist ja bitter. Hallo? Okay, hier können wir durch eine Tür gehen. Wir haben jetzt alle Mauselöcher. Erstmal ignoriert. Der hat uns gerade getreten. Gehört sich das so? Nein. Wir können nicht verlieren. Weil der hat uns unsere Bewegungsgeschwindigkeit eingeschränkt. So, dann speichere ich nochmal. Und wir gehen einfach mal durch die Tür und die Mauselöcher. Okay, da können wir nicht weitergehen. Dann widmen wir uns jetzt den Mauselöchern. Die waren ja komplett am Anfang. Mauseloch, Mauseloch, Mauseloch. Ja. Dann, ja, ich würde sagen, wir arbeiten die vom Anfang ab an. Und fangen direkt mit dem
hier am Eingang an. Mäuschengestalt und Verstohlenheit, sicherheitshalber. Nein, ich habe die Verstohlenheit ausgemacht. Oh, hier ist nur so ein kleiner Gimmickraum. Natürlich. Stärke. Permanent plus 1 auf Stärke. Und ein Bücherregal. Mit Hierarchie des Zirkels. Ja. Ansonsten gibt es hier ja nichts, oder? Irgendwas Spannendes oder so. Nein. Okay. Dann Mausegestalt. Und dann nehmen wir dieses Loch in der Verstohlenheit. Ach, und da kommen wir in dem Loch raus. Das ist ja super. Dann können wir jetzt auch nicht wirklich weiter wegen Feuer. Wir brauchen irgendwas gegen das Feuer, sonst machen wir gerade nicht viel.